Erst kürzlich ist ein guter Freund des Königs gestorben, Herzog Loup, der ihn lange begleitet hat, lange Ratsmitglied gewesen ist. Und hier vor uns haben wir zwei der Söhne. Herzog Loup hatte relativ viele Kinder, aber diese beiden hier stechen besonders heraus, denn jeweils einer hat ein Herzogtum geerbt. Einmal Orléans und ich glaube einmal Neustrien. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, können wir gleich aber nochmal anschauen. Und die Sache ist folgende, wir haben uns zwischen den beiden entschieden so ein bisschen, wer soll der Ratsmarschall werden. Denn kriegsführungstechnisch sind beide durchaus begabt. Wir haben uns dann hier für die rechte Person entschieden, nämlich Herzog Paillon. Der ist ein Schwertmeister, wirklich ein galanter Charakter. Er hat so die Charaktereigenschaften des Königs. Ich glaube, er war ebenfalls maßvoll und auch so ein bisschen eigenwillig. Er war uns sofort sympathisch und da haben wir ihn einfach zum Ratsmarschall berufen. Und auf der anderen Seite hier, auf der linken, haben wir Herzog Gilles. Und ja, der war vielleicht auch ein bisschen beleidigt. Jedenfalls hat er sich sofort einer Fraktion angeschlossen, die die niedrige Lehnsautorität durchsetzen möchte. Und das wäre an sich eigentlich gar nicht so gefährlich gewesen, wenn sich nicht enttäuschenderweise sein Bruder hier auf der rechten Seite, unser neuer Ratsmarschall, ebenfalls dieser Fraktion angeschlossen hätte. Und jetzt kann man eigentlich von Glück reden, dass wir unseren Onkel so ein bisschen aufgrund des Druckmittels unter Kontrolle haben. Denn der würde sich natürlich sofort mit den beiden hier verbünden. Und dann haben wir ja noch Graf Valeran, der auch Mitglied dieser Fraktion ist. Also das häuft sich doch jetzt schon ganz schön. Und wir sind gerade im steten Austausch mit unserem Ratsmarschall. Bedeutet, wir haben ein persönliches Komplott am Laufen. Und ja, werden da einfach ein bisschen miteinander korrespondieren und ja die Lage mit ihm erkunden und mal sehen am Ende, ob er diese Fraktion denn wieder verlässt oder nicht oder ob es vorher schon zu einem Ultimatum eben dieser Fraktion kommt. Es bleibt also auf jeden Fall spannend. Wir schauen direkt mal hinein und ich möchte jetzt nochmal schauen, worüber sie hier, ja, Herzogtum von Neustrien, darüber herrscht hier Herzog Paillon. Und Herzog Gilles, sein Bruder, herrscht über das Herzogtum der Champagne. So rum war das, okay. Und ja, wir können auch nochmal schauen. Also es gab hier einige Geschwister. Hier haben wir noch Gusfride Châtillon. Der ist der Ratskämmerer von Herzog Paillon. Und der Hofantiquar von Herzog Paillon. Also diese beiden Ämter hat er inne. Ist aber ansonsten nicht allzu begabt. Also die anderen beiden Brüder stechen da doch deutlich heraus. Jetzt gucken wir mal noch hier. Charles de Roussy ist auch noch ein Sohn. Der hat aber einen ganz anderen Nachnamen hier. Oder Roussy, kommen die alle aus der Roussy-Familie? Eigentlich doch nicht, ne? Nee, der gehört einer ganz anderen Dynastie hier an. Ist aber auch ein Schwertmeister. Auf jeden Fall interessant. Was ist das denn hier? Ein Bastardgründer. Ah, ein ehemaliger Bastard, der seine eigene Dynastie gegründet hat. Ja, da gehört auch einiges dazu, sowas aus den Angeln zu heben. Und der hat natürlich hier dann noch ganz andere Geschwister, so wie es aussieht. Und wer hat dann noch dazu gehört? Benoît de Châtillon. Okay, alles klar. Ja, ich hoffe natürlich, dass hier keine großen Streitigkeiten ausbrechen, dass das alles so ein bisschen im Frieden endet, unser König auch, aber er ist sich natürlich auch nicht zu fein dafür, einfach jemanden wieder aus dem Rat rauszuschmeißen. Wie lange dauert das hier noch? Circa 6 Monate, dauert recht lang diese Beeinflussung hier von Herzog Paillon. Und wenn wir mal hier zu dieser Fraktionsübersicht reinschauen, dann bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben, denn es ist schon mal vorgekommen. Normalerweise ist das ja hier genau diese Schwelle, dass wenn diese überschritten ist, dann können sie ja irgendwann ein Ultimatum stellen, ja. Und hier steht aber jetzt einfach zu schwach, um ein Ultimatum zu stellen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil es ist ja schon über dieser Schwelle, aber vielleicht braucht es auch nur noch ein bisschen. Keine Ahnung. Wir werden einfach mal sehen. Das heißt, wir schauen nochmal rein, ob wir noch irgendwas anderes zu tun haben. Ja, die fordern hier natürlich weiterhin Ratsposten, aber selbst Graf Valeran hatten wir ja mal im Rat und der hat sich dadurch auch nicht umstimmen lassen. Und da werden wir es ihm auch nicht irgendwie recht machen wollen.
und das andere sind alles nur Nachrichten bezüglich potenzieller Vererbungen und Kriege. Und das haben wir ja schon zur Genüge besprochen. Gut, wir haben Ende Dezember. Und das wäre so eine typische Zeit hier, um in Frankreich Krieg zu führen, muss man ja sagen. Also wer dieses Let's Play so ein bisschen verfolgt hat und der weiß, Winter ist die Zeit des Krieges, so ganz atypischerweise. Und jetzt lassen wir einfach mal weiterlaufen und ich hoffe einfach mal, dass sich hier nichts tut. Wir werden das mal ein bisschen verfolgen. Was ist das denn jetzt hier? Gefährliche Fraktion. Okay, das war also hier nur ein bisschen zu früh, dass wir da drauf geschaut haben. Es ist wohl gerade erst rübergeschwappt über diese Schwelle und dann brauchst du jetzt halt 25 Monate. Das ist natürlich noch einiges an Zeit. Es sei denn, jemand anders schließt sich hier noch an. Es gäbe sicherlich für den König die Möglichkeit, die Lehnsautorität zu senken und damit dem ganzen Ärger aus dem Weg zu gehen. Aber seine Eigenwilligkeit, die lässt dies nicht zu. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, unser Gold hier wieder direkt auszugeben. Aber wir sind durchaus maßvoll, ein guter Verwalter. Und wir sehen, dass ein Krieg, ja, da am Horizont zumindest zu erblicken ist. Und wir werden extra sparsam sein, würde ich mal sagen. Dann könnten wir natürlich nämlich sogar Söldner anheuern, sollten wir sie benötigen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Schaut euch mal dieses Heer hier an, was wir zur Verfügung haben. Da muss man, glaube ich, dann natürlich den Teil rausrechnen, der diesen Herzögen von dieser Fraktion zugehörig ist. Von daher fällt es dann ein bisschen niedriger aus, aber wir haben ja ein riesiges Heer. So, was ist denn hier jetzt los? Zwei Ereignisse haben wir hier gleichzeitig und hier auch gleichzeitig noch ein Ereignis mit unserem Ratsmarschall. Aber wir machen das jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie das hier so aufgepoppt ist. Okay, ein schwierig aussehender Mann verlangt nach einer Audienz. Der sieht wirklich schwierig aus. Ein bisschen merkwürdig. Mein Name ist Renaud. Vielleicht seid ihr schon meinen wunderschönen Skulpturen auf den Kruzifixen neben den Straßen eures Reiches begegnet. Ich dachte, ihr könntet vielleicht mein Wohltäter werden wollen. Da mein Name bei euren Untertanen inzwischen durchaus recht berühmt ist, könnten wir beide von dieser Partnerschaft profitieren. Das kann ich natürlich nicht wirklich nachvollziehen, ob der jetzt wirklich berühmt ist oder nicht. Er gilt als hässlich. Die Ausdrucksweise finde ich ja auch immer köstlich. Das Gesicht von Renaud lässt vieles zu wünschen übrig. Und er hat es schwer, sich fortzupflanzen. Aber übersehen kann man ihn tatsächlich nicht, denn er ist gleichzeitig noch ein Riese. Arrogant bedeutet auch hier, er muss nicht unbedingt berühmt sein. Er sieht das vielleicht so, ja. Und er gilt auch noch als faul. Eieiei, aber tapfer. Ja, tapfer, dass er uns so gegenübertritt. Na gut, schauen wir mal. Als Beweis meines guten Willens würde ich eine einzigartige Skulptur von meisterhafter Qualität für euch erschaffen, die ihr überall ausstellen könnt, wo immer ihr wollt, um der Welt eure immense Frömmigkeit zu zeigen. Also ehrlich gesagt, wir müssen uns da niemandem anbiedern. Und ja, wenig Achtung vor anderen ist ja so unser Markenzeichen mit oder mit einer Eigenschaft von uns. Und ich denke, wir springen da nicht drauf an, auch wenn das hier natürlich recht günstig ist. Aber wir sagen, ich habe noch nie von euch gehört und du siehst auch nicht wirklich talentiert aus. Ich denke, eine gewisse Menschenkenntnis hat er schon. Ja, Nachsichtigkeit gehört hier auch dazu, aber wenn wir hier einfach mal so einen Bildhauer wegschicken, ich weiß nicht, das ist ja nun nicht wirklich irgendwas Schlimmes. Von daher sagen wir das jetzt einfach mal so. Und dann haben wir hier eine Rivalität zwischen den Diensten. So, unser Ratsmarschall meldet sich so, wie es aussieht und Robin de Courtenay ist mit anwesend. Das ist ein Ritter von uns. Ein alter Ritter, aber ein richtig alter Haudegen. 26er Kampfgeschick, ein legendärer Schwertmeister, der mittlerweile natürlich gebrechlich ist, aber er hat ja bei den Kreuzzügen sogar mitgemacht, lang ist's her. Und ich möchte euch auch nochmal zeigen, wie kampfstark unser Ratsmarschall ist. Also da, wo sein Bruder glänzt mit Kriegsführungswert und er ist ja hier auch nicht schlecht im Kriegsführungswert, da brilliert er hier mit seinem Kampfgeschick von 40. Also das ist wirklich enorm.
Und schaut mal, das liegt auch nicht hier irgendwie an einem, ja, in irgendeinem Schwert oder einer Rüstung, die ihm hier plus 8 gibt oder sowas in der Art. Nein, das sind alles relativ normale Eigenschaften. Ja, wir haben hier einen Ausrüstungsgegenstand wie dieses Marmorzepter von Girard. Das hat er da mit vererbt, aber... oder die uralte Skarabäusbrosche, wie auch immer, die ihm plus 3 Kampfkraft gibt. Aber trotzdem, also wirklich enorm, auf 40 muss man erstmal kommen. Dem möchte man nicht persönlich gegenüberstehen. Gesunder Wettbewerb im Kriegsvolk ist natürlich. Doch der Graben zwischen gepanzertem Fußvolk und gepanzerter Reiterei in meiner Armee ist tief. Oh, das kann ich mir schon vorstellen. Die Reiterei ist bestimmt so ein bisschen eingebildet. Diese Entwicklung spiegelt sich in der wachsenden Abneigung ihrer Offiziere wider. Jetzt bin ich schon mal gespannt, wer hier zu wem gehört. Ritter Herzog Paillon und Robin, die sich wieder einmal vor mir streiten. Wie tapfer ihr doch seid, so von Kopf bis Fuß gepanzert. Robin schneidet eine verächtliche Grimasse, bevor Paillon garstig erwidert. Pah, euch ist ja ganz die Perspektive abhandengekommen, so viel wie ihr da oben auf einem verdammt großen Schlachtross sitzt. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die alte Garde, die gegen die neue Generation, wobei er jetzt ja auch schon 44 ist, aber ich denke, das ist schon nochmal eine Generationenunterschied, ja, die sich hier gegenüberstehen. Und er natürlich hier als, beide sind Schwertmeister, aber er ist ja nun mal wirklich begabt, was den Schwertkampf angeht. Er sucht bestimmt immer das direkte Duell am Boden. Und wenn dann natürlich jemand irgendwie ihn mit dem Pferd überrennen möchte, vielleicht auch im Training oder sowas in der Art, die fühlen sich dann eines Besseren. Aber ich denke, es gibt keinen Mann, keinen, den wir kennen, der ihn jetzt hier im direkten Duell besiegen könnte. Und jetzt können wir natürlich sagen, als König, das gepanzerte Fußvolk ist unser Rückgrat. Was würde das denn geben, wenn wir uns dafür aussprechen würden? Militärische Begünstigungen? Dann bekommen wir tatsächlich einen Bonus für das schwere Fußvolk. Ja, 2 Boni sogar. Und Herzog Paillon gewinnt Meinung. Das ist natürlich dahingehend interessant, dass wir ihn ja eigentlich auf unsere Seite ziehen wollen. Aber das ist ja nicht so die Sache von unserem König, dass wir uns hier bei einem... Ja, bei einer Sache, wo wir selbst eine Meinung haben, da wollen wir uns jemand anderen nicht anbiedern. Man könnte jetzt natürlich sagen, hier, ah, dieses Komplott ist ja eigentlich auch nur, dass wir ihm gefallen wollen. Nein, so sehe ich das nicht. Also das hier ist wirklich eine Unterhaltung und das Korrespondieren zwischen zwei Personen. Und wenn wir uns jetzt hier einfach so für das Fußvolk entscheiden würden, obwohl es nicht unsere Meinung ist, nur damit wir ihm hier gefallen, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. So, zweite Geschichte. Dann das Äquivalent dazu, ja, wir sind nichts ohne unsere gepanzerte Reiterei. Und man muss schon sagen, das hatte ich ja in der Vergangenheit so ein bisschen betont auch, dass die gepanzerte Reiterei gerade bei den Franzosen natürlich einen besonderen Stellenwert hat. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier so direkt in diesem Kontext sagen würden, dass das eine wichtiger ist als das andere. Das ist hier, die Reiterei ist natürlich prestigeträchtiger so. Wir können dir sagen, was nützt denn das eine ohne das andere? Das wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit, dass wir das sagen. Oder wir sagen, jetzt gebt doch mal Ruhe, ihr beiden. Und merkwürdigerweise, warum erhalten wir hier Anspannung? Weil wir eigenwillig sind, erhalten wir Anspannung. Wir müssten doch hier Anspannung abbauen, weil wir eigenwillig sind. Und hier muss ich eigentlich sagen, okay, vielleicht ist das ein bisschen doof für unser Ergebnis. Das ist doch hier das Wahrscheinlichste, oder nicht, dass wir das sagen. Jetzt gibt doch endlich mal Ruhe. Weil ich denke, das ist keine Diskussion, die hier es würdig ist, geführt zu werden. Und das deckt sich eigentlich mit der Eigenwilligkeit, finde ich, ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das jetzt hier am logischsten. Wir verlieren natürlich jetzt hier leider Meinung, muss man sagen, ja. Und ein bisschen Anspannung erhalten wir, wahrscheinlich, weil es nicht so gut läuft mit der Kommunikation. Das sorgt natürlich ein bisschen für Stress auch beim König. Wir setzen noch ein bisschen Prestige ein, finde ich auch merkwürdig. Auch hier sollte es eigentlich Prestige geben dafür, dass wir ja so selbstbewusst auftreten.
Und ja, jetzt haben wir da ein bisschen Meinung verloren. Wir schauen mal, ob sich das hier geändert hat. Merkwürdigerweise, was ist denn hier passiert? Schaut mal, das ist zurückgegangen. Und hier ist doch aber keiner ausgetreten aus dieser Fraktion. Es kann jetzt nur sein, hier ist übrigens noch etwas geschehen, aber wir sollten das hier zumindest erstmal besprechen. Kann natürlich sein, dass jemand hier schwächer geworden ist, aus irgendeinem Grund. Wir schauen mal. Also Herzog Paillon befehligt hier über 5500 Mann. Das war, glaube ich, schon davor so. Dann haben wir hier 3200 Mann bei Herzog Gilles. Und das war auch ähnlich. Und Graf Valran hatte, glaube ich, auch so um die 3000 Mann. Ja, da ist eigentlich nichts groß geschehen, soweit ich weiß. Also bin ich mir nicht sicher, warum das jetzt hier zurückgegangen ist, weil hoch ist das hier auch nicht gegangen. Bin ich mir nicht sicher. Gut, kommen wir aber zu diesem Ereignis hier unten. Und zwar, unser Bruder wird angegriffen. Das ist jetzt interessant. Die Bretagne wird angegriffen. Beziehungsweise, er wird hier wahrscheinlich jemandem etwas entziehen wollen, beziehungsweise hat es vielleicht entzogen oder jemand hat sich widersetzt seiner Vasallen, denn es ist ein Krieg gegen die Tyrannei. Und da schauen wir einfach mal rein, wer hier auf der anderen Seite ist. Ja, kein Wunder, dass er da Probleme hat. Dem einen oder anderen wird der Name Cuthbert noch etwas sagen. Und das ist eine Familie, eine Dynastie, ja, die Dynastie Holter, die hier tief verwurzelt in der Bretagne ist und die schon immer für die Unabhängigkeit der Bretagne war. Und hier sieht man aber Unabhängigkeit nicht unter der Knute eines Chatillons. Die Holters wollen schon immer selbst an die Macht. Und das hier ist ein durchaus mächtiger Graf. 2800 Mann, wenn man das mal sieht. Und vergleicht hier vor allem mit dem Vermögen oder mit der Truppenstärke der Bretagne insgesamt, 4490 Mann. Und besonders brisant und so ein bisschen eine Parallele zu der Situation, die wir gerade in Frankreich haben, nämlich, er ist hier ebenfalls der Ratsmarschall. Und ja, ein sehr gebildeter Mann übrigens, durchaus fähig, schon gehobeneres Alter, aber schlau, ein Poet noch und ein Theologe, ein religiöser Eiferer. Ja, meine Güte, ist bretonisch hier auch von der Kultur. Das heißt, die werden sich hier auch nicht so ganz verstehen. Wobei, er ist ja auch bretonisch. Das war ja doch aber nicht immer, oder? Ist er da, hat er die Kultur gewechselt? Das hätte mich jetzt aber gewundert. Scheinbar schon, ne? Das spricht ja doch schon Bände. Also eine dolle Distanzierung. Wo ich auch nochmal hingucken wollte, das interessiert mich jetzt einfach nochmal, wie es jetzt hier aussieht. Mit der Situation in Aquitanien. Dem König geht es da immer noch gut und Erbin ist immer noch unsere Tochter. Das müssen wir alles so ein bisschen im Auge behalten. Wir werden ihn vielleicht auch mal hier anpinnen, dass wir da auf jeden Fall eine Nachricht erhalten. So. Und jetzt gucken wir nochmal in diesen Konflikt hier rein. Unser Bruder ist ja verbündet mit uns. Bei so einem Krieg gegen die Tyrannei kann er uns ja sogar mit reinrufen, ja? Und wir würden ihn ja sicherlich auch unterstützen. Graf Gilbert II. Ist hier übrigens ein Unterstützer. Und auch der, vielleicht erinnert ihr euch, der Vater hier, Graf Renaud, oder der Großvater. Der Großvater war mal einer unserer besten Ritter. Und den haben wir damals mit einer Grafschaft belohnt. Und das ist jetzt sein Nachkömmling. Sieht man auch immer sehr schön, die vererben hier diese Eigenschaft, Riese zu sein und sehen sich doch immer recht ähnlich. Ja. Und der stellt sich hier gegen einen Chatillon, was auch interessant ist, da sie ja hier durch unsere Dynastie überhaupt erstmal zu dieser Grafschaft gekommen sind. Aber das ist natürlich alles lange her. Und er hat sicherlich hier auch seine eigenen Motive. Auf jeden Fall interessant. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie uns hier mit in den Krieg rufen werden oder unser Bruder uns um Hilfe bitten wird. Und wir würden dem auch Folge leisten. Wenn wir hier schon ein Bündnis gehabt haben, dann werden wir das auch ehren. Ja, man könnte jetzt wieder sagen, wir hatten ja theoretisch mal den Plan geschmiedet, die Bretagne für uns zu bekommen, für unseren zweiten Sohn. Aber
wir müssen ja eigentlich damit arbeiten, wie das Spiel aufgebaut ist. Und das ist so aufgebaut, dass man dieses Bündnis eigentlich nicht mehr brechen kann. Und das habe ich damals einfach nicht gewusst. Von daher dieser Plan, die Bretagne potenziell zu übernehmen, der ist eigentlich generell vom Tisch. Das sollten wir so behandeln, als wäre das nie da gewesen und als wenn wir eigentlich mit unserem Bruder immer ein gutes Verhältnis gehabt hätten. Ja? Also nicht, dass hier irgendwie das ein bisschen Verwirrung stiftet und der eine oder andere schon wieder ein paar Winkelzüge vermuten lässt oder mich darauf hinweist, hey Mensch, lass den das doch übernehmen, dann dankt der ab und dann könnten wir das wieder so zurechtschustern. Nee, das möchte ich so nicht machen. Wir stehen hier dann unserem Bruder bei. So, wir werden hier also annehmen und ja, Krieg auf die eine oder andere Weise. Jetzt ist der Krieg schon früher eingetreten. Gut, dass wir hier nichts ausgegeben haben. Also 75 Gold hier die Einnahmen. Das ist so enorm. Das hatte ich wirklich noch niemals. Und dann gehen wir hier auf Annehmen. Und jetzt sollten wir natürlich hier unsere Truppen ausheben. Ich finde es wieder ein bisschen merkwürdig, sollten wir hier unser gesamtes Heer ausheben. Das finde ich immer ein bisschen unpassend. So, die gesamte Mobilmachung in ganz Frankreich, nur weil unser Bruder hier von irgendwie 4000 Mann angegriffen wird. Das heißt, ich würde es eigentlich wieder so handhaben, wie wir das voriges Mal gemacht haben, dass wir nur das Kriegsvolk ausheben. Und wir werden hier vielleicht mal diesen einen Sammelpunkt entfernen und hier einen weiteren, ja, ein Pontièvre, errichten oder ja, wie auch immer man das nennt. Und dann werden wir hier alles Kriegsvolk ausheben. Das Ganze könnte man jetzt natürlich sagen, dass Rorgon das anführen soll. Er ist von der Kriegsführung her der Fähigste, aber normalerweise sollte das unser Ratsmarschall machen, finde ich immer ganz passend. Und da werden wir ihn auch mal nehmen, selbst wenn er jetzt zugehörig zu dieser anderen Fraktion ist. Oder sollten wir das überhaupt machen? Denn aktuell ist er halt auch noch Ratsmitglied. Man könnte jetzt natürlich sagen, oh, wenn da jemand schon einer anderen Fraktion zugehörig ist, warum stellen wir ihn dann an die Spitze einer Armee? Ist es nicht irgendwie gefährlich, dass er die, ja, da ein paar Männer vielleicht mit denen kommuniziert? Aber dann müssen wir ihn ja eigentlich auch sofort des Amtes entheben, wenn er hier überhaupt Mitglied ist. Und ich möchte da jetzt zumindest so lange abwarten, bis wir hier uns fertig unterhalten haben, in Anführungsstrichen. Denn dann bilden wir uns sicherlich eine Meinung, je nachdem, was dabei herauskommt. Wir könnten das natürlich auch persönlich machen. Auch eine Möglichkeit. Ich meine, es ist sowieso meist recht üblich, dass der König das mit anführt. Wir sind jetzt auch nicht irgendwie faul oder sowas in der Art. Und das ist ja auch eine Familienangelegenheit. Ja, da finde ich es ganz passend. Also spielen ein paar Sachen zusammen. Erstmal wollen wir persönlich unserem Bruder mit beistehen. Und vielleicht haben wir vorher mal auch so ein bisschen Blut geleckt, dass wir das Ganze persönlich so ein bisschen leiten. Und ja, vielleicht auch im Zusammenhang hier. Wir wissen, dass da eine Fraktion sich zusammenbraut. Und das demonstriert hier schon ein bisschen Stärke, wenn der König da aufmarschiert, persönlich, ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz passend. So, und dann werden wir mal sehen. Wir schließen das Ganze hier mal. Und werden mal hier die Truppen sammeln. Das waren ja, glaube ich, so etwas über 3000 Mann. Ja, und die machen sich hier schon auf und davon. Graf Cuthbert hier, höchstpersönlich. So, und jetzt ist hier noch jemand beigetreten. Herzog Radbot von Curetia. Wer ist denn das bitte? Wie bitte? Hier? Bei Zürich? Das ist ja grotesk. Okay. Na gut, ich denke, das können wir erstmal hier ignorieren. Und die wollen jetzt hier sonst wohin marschieren. Na gut. Dann werden wir hier mal die Zeit weiterlaufen lassen. Wo können wir denn hier am besten... Oh, wir können hier die Hauptstadt eigentlich belagern. Das machen wir auch mal. Die werden jetzt hier übersetzen. Das sollen sie mal tun. Und die kommen uns sogar direkt entgegen. Ja, und das Aufeinanderprallen alter Rivalen. Ja, Cuthbert und... beziehungsweise Holter und Chatillon. Diese beiden Dynastien hier.
Ja, und es kommt zu einer Schlacht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier von der Manneskraft zumindest wieder unterlegen sind. Aber wir haben hier nur Kriegsvolk und ich gehe mal schwer davon aus, dass das hier Aufgebote mit dabei sind. Ja, 2300 Aufgebote knapp. Leider hat die Gegenseite Pikeniere mit dabei. Und er selbst hat zum Glück einen nicht allzu hohen Kriegsführungswert. Dann schauen wir einfach mal. Die Schlacht von Cornouaille. Okay, werden wir mal sehen. Zwei Ritter haben sie nun dabei. Und es sieht hier eigentlich gar nicht so gut aus, aber das Kriegsvolk, ja, das macht seine Arbeit. Jetzt sind wir hier auch fertig bezüglich dieser Beeinflussung. Und ja, um 25 hat sich die Meinung jetzt hier geändert auf seiner Seite. Und ich bin mal gespannt, ob er hier immer noch Mitglied ist. Ja, er ist immer noch Mitglied, aber wir haben jetzt hier keinen Anlass, damit erstmal aufzuhören. Wir machen da jetzt einfach mal weiter. Hätte ja sein können, dass wir ihn damit irgendwie brüskieren. Da gibt es ja diverse Ereignisse, die eintreten können, im Positiven wie im Negativen. Und wenn das jetzt einfach doch hier ganz gut geklappt hat, dann machen wir da einfach mal weiter. Okay, die Schlacht ist hier auch für unseren Bruder gewonnen worden. Und hier sieht es auch sehr gut aus. Also wenn wir kaum Männer verloren haben. Und das ist auch sicherlich ein Zeichen hier an die Fraktion in Frankreich. Und wir sehen, 228 Männer haben wir verloren. Und auf der Gegenseite über 1000 Mann. Na, das ist ja sehr gut gelaufen. 14er Kriegsstand allerdings nur. Das wird sich aber gleich ändern, nachdem wir hier das Ganze belagert haben. Jetzt ist natürlich meine Hoffnung, dass hier die Festungsstufe nicht allzu hoch ist. Ja, und in der Bretagne ist das doch eine ganz andere Liga als in Frankreich. Da haben wir schon wirklich große, mächtige Burgen. Und hier gibt es immer noch Burgen mit Festungsstufe 4. Wie sieht es hier unten im Süden aus? Auch da 7 Monate dauert es und hier 4 Monate. Na gut, und man muss ja auch sagen, dadurch, dass wir jetzt nur das Kriegsvolk ausgehoben haben, schaut mal, Einnahmen immer noch bei plus 58. Das heißt, auch hier könnten wir... Oha, jetzt ist unsere Mutter gestorben. Sie starb an Altersschwäche. Und wir haben ja interessanterweise keine Anspannung erhalten, kann das sein? Ja. Wir haben auch noch eine Brosche geerbt. Also entweder standen wir ihr eh nicht mehr allzu nahe. Oder wir haben jetzt halt schon lange damit gerechnet, uns mit dem Gedanken angefreundet, mehr oder weniger. Und ja, waren vielleicht auch einfach glücklich darüber, wie alt sie überhaupt noch geworden ist, ja. Okay, sie war, soweit ich weiß, ja, sie war Vormund noch, von einer unserer Töchter zumindest. Das müssen wir noch erledigen. Und sie hatte noch ein sehr wichtiges Amt inne, nämlich die, war sie ja Hofbaumeisterin. Und dieses Amt ist durchaus wichtig für uns, da wir selbst ja auch Architekt sind. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall jetzt erstmal neu besetzen, dieses Amt, und einen neuen Vormund zuweisen. So, und unsere Tochter hier, Prinzessin Beatrice, die ist krank. Mit wem war die jetzt hier verlobt? Mit König Edric II. Oder dem Sohn von König Edric II. Okay, das war die Verbindung nach England, ja. Oh, sie sieht wirklich nicht gut aus. Ich hoffe, das wird wieder. Die ist übrigens hinterlistig, gesellig und rauflustig. Also auch ganz interessant. Dann schauen wir mal. Könnte eigentlich unsere Frau hier erledigen. Wobei, ihre Mutter war ja hier noch Prinzessin Beatrice von Aquitanien. Ja, also nicht unsere zweite Frau, nicht unsere Affäre, das sowieso nicht. Und dann gucken wir einfach mal, wer sich darum kümmern kann. Das müsste ja hier weiter, ja, weiter unten kommen. Und dann nehmen wir hier Königin Özgul. Dann soll sie sich mal um unsere Tochter kümmern. Dann wäre das erledigt. Gefangene hätten wir hier, ja, im Kerker. Das ist jetzt aber aus diesem Krieg gerade, oder? Kann das sein? Wir gucken mal schnell rein. Nicht, dass das noch irgendwer ist, den wir hier vergessen haben. Seit 9 Monaten in Gefangenschaft. Moment, das kann das doch hier gar nicht aus diesem Krieg sein, oder? Wo stammt die eigentlich her? Eine Bauernanführerin. Die ist jetzt hier in Paris gefangen. Ach komm, die lass mal einfach frei. Für 10 Gold. So. Das passt schon. Ach, Lehnsherr ist dieser hier. Was ist denn das hier? Bürgermeister
wozu gehört denn das? Das ist ja mitten in Byzanz. Dux Serapion. Okay, alles klar. Ja, keine Ahnung, warum die überhaupt bei uns ist, ganz ehrlich. Gut, dass wir sie dann freigelassen haben. So, sie wurde jetzt hier Mündel. Das gibt auch nochmal eine Meinung, dass wir hier so viel Vertrauen ihr haben zukommen lassen. Und jetzt ist natürlich wichtig, das Amt. Schauen wir schnell mal rein. Und ich hoffe, da haben wir eine fähige Person. Wir sollten vielleicht mal hier von der Übersicht zurück nach Frankreich. So, genau. Hofbaumeister. Wer wäre da geeignet? Interessanterweise sieht das wohl so aus, als ob wir hier unsere Frau da einsetzen könnten. Und ich meine, warum eigentlich nicht? Es gab ja in der letzten Zeit so ein bisschen Annäherung zwischen den beiden. Und wenn wir dann hier noch bei dieser Leidenschaft der Architektur so ein bisschen zueinander finden, finde ich das schon ganz nett. Also vielleicht ist das hier doch ein bisschen mehr als nur eine Zweckehe. War ja nicht immer ganz einfach zwischen den beiden, gerade mit der Situation, dass sie ja lange keine gemeinsamen Kinder hatten und er sich dann relativ schnell eine Affäre zugelegt hat. Gut, dann werden wir das hier machen. Wir werden sie dafür einsetzen. Sie ist gut geeignet und ja, ich finde es eigentlich auch ganz passend zu derer beiden Geschichte. Dann haben wir hier noch eine Brosche geerbt. Da müssen wir mal sehen, ob wir die zu Ehren unserer Mutter tragen werden. Aber ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dieser Krieg sollte ja auch nicht allzu lange andauern. Ich denke, mit der Belagerung dieser beiden Städte ist die Sache dann auch gegessen. Und diese Fraktion behalten wir natürlich im Auge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.